Hat einer von euch jetzt eigentlich gestern irgendwas von Super Bowl mitbekommen? Ja, ich hab's ein bisschen geguckt. Echt? Alter. Krasser Shit. Ey, ich bin auf Platz 1. Am Ende habe ich aber nochmal gesehen, haben die sich geprügelt. Das war wohl irgendwie ganz ziemlich knapp, oder? Ja. Die haben so eine letzte Aktion, hätten sie es noch schaffen können und dann aber nicht und sind zurück strafversetzt worden, dann haben sie es ausgeflippt und dann war's das. Ja, also am besten hier ein Addo oder Entity nehmen. Ich glaube, sein Torno geht auch. Ja, lass mal auf keinen Kontakt. Ja, kannst loslegen. Ich nehme den Centorno, weil ich habe keinen anderen. Buff dich! Was? Buff dich? Putsch! Da gibt's überhaupt noch dieses PS2-Spiel, das habe ich nicht gespielt. Müsste man ja mal nachholen. Werti, es gibt noch ein Indie-Spiel, das haben wir noch nicht gespielt. Was? Fatal. Fatal, nicht? Go! Oh nein, ich fall erstmal direkt daneben. Haha, Noob seid ihr, wa? Werti auch, ja. Oh, tschüss. Wuhuuu! Und die Wand runter! Und weiter! Das war ziemlich cool. Oh nein. Oh verdammt. Wenn ihr um die Ecke seid, volle Möhre. Geradeaus. Was? Oh, komm ich sogar noch auf Reifen auf. Was ein Scheiß. Oh, ich brauch mehr Zeit. What the fuck? Wo bist du gerade? Da ich bin ja gespawnt, aber... Oh mein Gott! Ist geil, ne? Ja, aber ich hab's trotzdem nicht geschafft. Vor allem, wenn man da an der Wand dran lang fährt, das ist mega geil. Ja, aber da bin ich zu weit nach rechts rausgekommen. Oh, verdammt. Ich schaff das nicht! What? Na, der Rest ist halt ein normales Straßenrennen. Aber der Anfang ist ziemlich geil, finde ich. Der zweite wartet bitte auf mich, ich will auch beenden. Ich will wenigstens den Rest vom Rennen noch sehen. Das ist nicht spannend. Was kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay. Oh, da oben ist der Werti. Man kann auch BMX oben auf eine Maze-Bank bringen und dann an der Wand damit runterfahren. Oh, das sah cool aus. Ich bin gerade an der Hauswand gedriftet. Wow, nicht nur auf dem Boden, sondern auch an der Wand. Wo müssen wir jetzt lang? Oh shit. Okay, ich geb zu, der Rest vom Rennen ist hammeröde. Bis auf das hier! Wow! Weil das ist halt über mir voll gescheppert. Ja, auch. Am Ende sind da nochmal ganz viele Propan-Tanks, wo ich gerade reingedüst bin. Das hat richtig krass bumm gemacht. Oh, wäre ich jetzt fast auch schon reingefahren. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da schon das Ziel ist. Ja, die hast es. Lol, der grindet oben am Dach. Mega nice. Ein richtiger Skater ist das. Du müsstest mich jetzt nicht sehen. Ey, du bist ja, ja schon fast fertig. Naja. Ich muss mir noch einmal durch die Stadt eiern. Thomas, sind die Propantanks bei dir am Ende wieder respawned? Nö. Schade. Das ist toll gemacht. Machst du alles kaputt und nur damit du das siehst. Jetzt mal nicht machen lassen, dann hätten es alle gesehen. Haben doch alle gesehen. Nö. Bei mir doch. Alter, wie lange muss ich hier nur durch die Stadt eiern? Ja, mal öde. Ich hab gedacht, ich fahr da jetzt einmal um den Block, wo Thomas da schon war und... Das sah gerade auch so aus, aber nope. Ja, ich hab gedacht, du bist schon da. Aber nee. Jetzt fährst du über die Baustelle, wa? Der fährt jetzt auf der Baustelle. Jetzt fahr ich auf der Baustelle drauf. Ja, dann kann ich da durchballern.
Einfach mal in Bertis Können vertrauen. Ja, tu ich. Ja. Miau. Miau, miau, miau. Gut angefangen und stark nachgelassen. Ja, da stimme ich zu. Nein! Was? Das war so dünn. So ein kleiner Millistrich fehlte. Wenn ich zwei. Ach so! 100, Level 100 wird dir noch vorgehört. Ja, du musst jetzt bewerten, dann kriegst du den. Oh, das könnte sein. Wäre mal hammerlustig. Nee. Ja. Und Level 99. Kein Deutschlandrennen 2015. Warum das denn? Ja, weil der Nürburgring ja pleite ist und Hockenheim ist, glaube ich, nicht dran oder so. War das aber so? Warum können die nicht einfach dann trotzdem machen? Vertrag geregelt. Ich kann jetzt auch nicht gucken, du nervst. Punkt zu Punkt GTA, dann könnt ihr aussteigen und euch einen Jet nehmen, wenn ihr wollt. Dann müsst ihr den aber erst suchen. Das fährt man eigentlich mit dem Liberator. Kannst aber auch normales Rennen machen. Auf jeden Fall muss Polizei an sein. Und dann halt aufholen und Windschatten aus. Wieso muss denn Polizei an sein? Weil wir mit 4 Sternen fahren. Und ja, dann können wir loslegen. Das ist, Thomas und ich haben schon mal Military Breakout gespielt, das ist ungefähr das gleiche, man sollte das nur jetzt halt mit einem Hot Rod Blazer. mit einem Liberator oder sowas. Oder Marshall. Diesmal nehme ich aber auch Deutschland. Ich habe mir ein anderes Fahrzeug gewählt. Ja, dann kann es sein, dass du halt Probleme kriegst. Kann ich. Test. Hast du den Sanchez genommen? Nein. Schade. Sand King XL. Ah, ist glaube ich gar nicht so falsch. Rechts. Rampe. Rechts. Rechts. War doch, was willst du denn? Ja, ich hab das Berti gesagt. Hui. Ich hätte das auch noch rausgefunden. Früher oder später. Ja. Oh lol. Muss man ja drehen. Hallo! Ja. Ich wollte da hin! Ja, ich wollte da lang! Oh. Spin my head right round. Oh, die Bullen. Oh, da war ein Berti. Oh, fast auf deine Landfläche hätte der Baum da nicht gestanden. Leute, wieso sehen die Bullen mich gar nicht? Ja, ich will sehen. Oh, jetzt sehen die mich. Oh, Alter. Wieso machst du das denn so? Was soll das? Keine Ahnung. Da ist ein Berti von hinten geflogen. Der ist gar nicht mal so schnell. Ich hab gedacht, damit habe ich einen kleinen Geschwindigkeits. Oh nein! Nein, jetzt fahre ich sogar noch runter. So Kacke, ey. Fucking Bullen. Wario. Oh, jetzt bin ich sogar so weit weg noch. Ist Berti gerade Zweiter? Nee. Doch. Ja. Berti ist Zweiter. What the fuck? Direkt hinter Thomas. Wow. What? Ich seh den. Die fucking Bullen, ey. Flucht. Oh lol. Ja, der musste dran glauben. Den habe ich volle Möhre mitgenommen. Oh Gott, Bremsen. Berti. Das wird nicht, Berti. Mein Gebiet hier. Mein Territorium. Mach mal Platz da vorne. Alter, ey. So ein kleiner Pissstein. Ah, was mache ich denn jetzt? Hey. Ah, Berti, was machst du denn da hier? Kurz mal Rad abklatschen gemacht. Ja. Und weiter geht's. Fliegender bei Wechsel wird sowas auch genannt. Rad, bei mir eher eine Felge. Ja, ich hab mein Rad an dein Rad abgeklatscht. Ja, und dabei hast du bestimmt mein Rad kaputt. Oh, kommst du hier durch, Berti? Das würde mich jetzt mal interessieren. Musst du warten. Ja, du, ich werd's ja gleich hören. Mach's gluck, 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 oder was? Natürlich komme ich da durch. Ist knapp gewesen, aber... Ja, da haben wir auch gedacht. Alter.
Respekt, Bertie. Lol, oh mein Gott. Ja, entweder man kann fahren oder man kann es nicht, ne? Ja. Wenn man es nicht kann, nimmt man so komische Monster-Truck, wenn man es kann und pick auf. Alter, jetzt hat er aber hier wieder meinen rausgehauen, ey. Alter, ich mache gerade eine richtige Monster-Truck-Show hier. Au! Ey! Lol, ich habe gerade auch Männchen gemacht. Ja, das ist geil, ne? Das ist mega geil. Ah, ich seh den Bertie. Alter, die geben mir alle auf den Sack. Verpisst euch! Und noch ein Typ muss da dran glauben. Wow, 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 wow. Cops, weg da! Ich Bertie, drin. Aus dem Weg. Lol, der wollte mich hier wegrammen, der Spacko. Oh fuck, das könnte jetzt interessant werden. Oh, da ist Thomas sogar. Hey, Thomas! Oh, ja. Ja, die Polizei hat mich ein bisschen aufgehalten. Das kann jetzt spannend werden. Oh nein, oh fuck, ich hab's versaut. Oh danke, die Polizei hat mir geholfen. Polizei, dein Freund und Helfer. Ja, die hat mich hochgeschoben. Oh, da muss man an der Seite lang. Ach so. Hat Thomas wahrscheinlich sogar gemacht. Was denn? Da, oben, wo wir oben waren, da, über diese Rampen da an der Seite. Ich bin halt den Checkpoints gefolgt. Oh, Bertie, das wird auch nochmal interessant. Aber wahrscheinlich müsst ihr das dann auch schaffen. Oh, lol. Und nochmal, jawoll! Alter Vater, ey. Das ist ja fast ein U-Boot schon. Okay, das schafft er aber. Das schafft er aber. Ach, und dann. Wow, das wird interessant. Machen wir das hier nochmal. Durchs Wasser! Und hat der Betty das geschafft? Er quält sich, aber es geht. Den dicken Fluss. Dennis, warten. Okay. Ich will ja wenigstens alle Wasserpartien. Ich glaube, jetzt sterbe ich gleich noch, weil ich hier jetzt stehen bleibe. Das wird ziemlich kack hier. Warum bist du dann raus? Nein, also ich kann ja nicht aussteigen, weil es normales Rennen ist. Aber. Lol, die Bulle! Oh nein, die kommt hier sogar durch. Nein, verpiss dich! Nein, warum kommt die hier durch? Was für Spacken, ey! Ja, du hast platt. Ja, ach was, den hatte ich eben schon, als du ja, das Gute war. In den Monster Trucks ist, man kann hier keinen Platten bekommen. Was? Ach komm, wir sind ja alle mal wieder hier auf der Insel! Ja, jetzt kann ich aber durchfahren. Ja, muss klappen. Oh mein Gott, ey! Eine Insel voll mit Cops und Dennis. Lol, Leute, der Platten, nice. Leute, der Wagen. Wow. Das sieht schon mal krass aus. Der Platte. Ja, aber. Einfach mal nur noch Felge. Ja, du kannst halt fahren. Level up. Nice. Und guck mal, sogar Thomas gibt den Panzer. Ja, yeah. Nice, Betty. So, yeah, woo. Ich fand das cool. 100! Alter, dreistellig, Bertie. Ding, 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 ding. Ich finde, so langsam könnte ich auch mal in der Crew aufsteigen. Da sagen sie nichts zu. Naja. Du bist doch schon mal aufgestiegen. Ich hab dich doch letztes Mal von 1 auf 2 gehoben, oder nicht? Keine Ahnung. Ja, hab ich. Ich glaube, das habe ich sogar gemacht. Weil ich irgendwann mal reingeguckt hatte und das gesehen hatte. Das ist gar nicht so lange her. Ja, also hier nur Windschatten und Dingens ausmachen. Und dann kannst du eigentlich loslegen. Also an den blauen Dingern, wie ihr da vielleicht auf dem Bild schon seht, da sollte man dran langfahren. Was ist das denn? Mein Auto wird immer sauber gemacht. Meins auch. Meins verliert Benzin. Ja, genau. Mit so krass. Benzin, ich fahr mit Kerosin. Wow. Du bist ja schon ein Anhänger hinter mir herschleppen. Ich fahr mit Rohöl. Sprit. Das ist billig. Billig und taucht nicht. Ja doch. What the fuck? What the fuck, Thomas? Ey, hat den Nesca. Blauen Dingern langgefahren. Stand da nicht Nesca? Ja. Hui!
Das wäre witzig. Lol. Oh. Brutwelle habe ich auch zu spüren bekommen. Oh, da muss man nicht lang. Boah. Checkpoint vercheckt, kacke. Doch, was liegt aber gut vor. Hier nehme ich wieder die blaue. Miau! Ja, da habe ich die blauen übersehen. Oh Mann, hätte ich den Checkpoint mal nicht vercheckt. Dann wäre ich noch dran gewesen, aber jetzt bin ich raus. Alles, man kann hier volle Möhre. Nein, verdammt! Ja, gerade als ich es gesagt habe. Oh nö, und Thomas, Junge. Oh lol, what the fuck? Ah, Thomas hat das. Wenn er jetzt keine Scheiße baut. Weiß man nie. Weißt du, bist du exploded oder so? Nee, ich bin auf der Rampe und dann Luft und mich gedreht und lag fast auf Kopf. Aber ich finde das cool, so. So eine schnelle, kurze Strecke. Oh, boah, boah, boah. Oh mein Gott, ich habe mich schon wieder gedreht. Krieg den. Das schaffe ich noch. Nein, bei der ersten Kurve, da, also in dem blauen Ding, da lege ich mich immer aufs Maul. Blau ist nicht deine Farbe. Ja, ist wohl so. Ah, der Thomas. Kommst du darauf? Ja. Weiß ich nicht, so eine Intuition, eine Eingabe. Nein! Komm, Berti, beeil dich! Mal gucken, ob er es in 30 Sekunden schafft. Go, Berti! Wo ist denn der? Ich sehe das gerade noch nicht. Ah, müsste gleich da sein. Sollte er schaffen. Ah, schafft er. Und ich kann nicht wieder den gleichen Fehler machen. Er ist doch schon. Das musste sein. Das letzte muss cool sein. Ja, der letzte muss cool sein. Dann ist Berti ja immer cool. Und Thumb up. Nee, Thumb up. Ist ja nur. Oh, jetzt doch beide. Ich hab's gesehen. Me gusta. Boah, aber mit Abstand die schnellste Runde. Oh ja. Holy moly, ey.